Hey Mario, schau mal. Den kennen wir doch, oder? Hey, wie geht's dir? Ich bin hier, um das Wesen zu sehen, das aus bunten, runden Einzelteilen besteht. Ich hoffe so sehr, ich sehe eins. Hey, wisst ihr, wovon er da spricht? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Für unseren Superhelden Mario geht es heute weiter, weg vom Wolkenmeer, Richtung mysteriöse, geheimnisvolle Insel. 442 Powermonde. Und es gibt wieder neue Produkte in den Shops. Ja, super. Okay, aber erstmal die Kappe drauf. Auf in ein anderes Land? Na, Cappy, da fragst du noch? Natürlich. Verlorenes Land. Das will ich sehen. Wow, 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 wow. Schön festhalten. Ja, verlorenes Land. Da wartet Prinzessin Peach auf uns. Das ist ihr nächstes Reiseziel. Und sie hat uns bereits in der letzten Folge verraten, mehr oder weniger, dass sie uns nicht heiraten möchte. Und warum? Weil wir anscheinend nicht ihr Typ sind. Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ich will auf jeden Fall noch mehr erfahren und möchte Prinzessin Peach zur Rede stellen. Vielleicht erzählt sie uns noch etwas mehr. Verlorenes Land. Island Toxico. Schön wieder hier zu sein. Das war schon damals sehr geheimnisvoll. Hä? Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Ja, wo genau steht denn der überhaupt? Huiuiui, verrückte Insel, muss ich schon sagen. Aber die Insel hat eine schöne Musik. Oh, ein Koopa. Wir sind die Ländersprinter. Wir reisen um die Welt und rennen in jedem Land, in das es uns verschlägt. Willst du antreten, Kumpel? Dem Gewinner winkt auch ein Preis. Gute Einstellung, toll. Regeln gibt es eigentlich keine. Tritt gegen uns an und erreicht das Ziel vor uns. Die Ziellinie ist eine Lichtsäule. Alles verstanden? Dann los. Okay, alles verstanden. Koopa Freerunning. Ich bin bereit. So, jetzt geht's erstmal um die Wurst. Oder so. Ich weiß nicht mal, wie ich da am schnellsten hochkomme. Zumindest weiß ich, dass das Ziel ziemlich weit weg ist. Ich bin in diesen Koopa Freerunnings gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin wahrscheinlich falsch, oder? Ja, natürlich, da muss ich doch gar nicht hin. Ach, herrje, Teppichtörtchen hoch 10, das gibt's ja nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, da oben, oh, jetzt bin ich auch noch in die Suppe reingefallen. Oh, Mario, du alter Suppenläufer. Das war jetzt nicht so berauschend, komm einfach wieder, wenn du Lust hast. Ja, ich komme wieder, wenn ich mir das Level nochmal etwas genauer angeschaut habe. Immer diese Koopas, die Wettrennen veranstalten möchten. Im Nintendo 64-Spiel von Super Mario 64 gab es auch Koopas Freerunning, allerdings nur mit einem Koopa. Meine Lieben, hier kommt erstmal der Hinweis, wenn euch Super Mario Odyssey gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Denn dann verpasst ihr keine spannenden Videos mehr. Kindgerechte Videos für die ganze Familie. Und das hier ist natürlich der Quader, den wir auch in anderen Folgen kennen. Der Zauberwürfel, der uns neue Powermonde bringt. Mal sehen, wo diesmal die ganzen Powermonde hier auf der verlorenen Insel verstreut sein werden. Achtung, ein Blick auf die Karte und... Na ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 sind es insgesamt, an 2 Stellen doppelt, das heißt 8 Stellen. Ich bin gespannt. Gut, dann schauen wir uns das mal genauer an. Wo fangen wir an? Am besten da, das sind wir gleich in der Nähe. Zum Koopa Freerunning möchte ich noch eine Sache loswerden. Und zwar in meinem Lieblings-Mario-Spiel, nämlich Super Mario Sunshine. Das werde ich auch mal irgendwann für euch spielen. Da hat Mario nämlich keine sprechende Mütze. Dafür aber... eine sprechende Wasserpistole, wenn man so möchte. Und was ich sagen wollte ist, da gibt es einen Bewohner von diesen Delfino-Bewohnern. Der macht mit euch immer Wettrennen. Ein Mond für dich, ein Block in Trümmern. Und der ist total lustig und der ist auch echt schnell und gut.
Nur hat man da natürlich auch noch die Möglichkeit, mit der Wasserdüse zu spielen. Oh, hallo, was machst du denn hier? Ich bin hier, um das Wesen zu sehen, das aus bunten, runden Einzelteilen besteht. Ich hoffe so sehr, ich sehe eins. Was für ein Wesen? Ach so, ich weiß, welches du meinst. Diese Käfer da, diese Würmer, was auch immer das sein soll. Ja, das ist doch kein Problem, dann bring ich dir so ein Würmchen mal mit. So, Moment, wie komme ich denn am schnellsten zu dir? Ach so. Ah, okay, das ist gar nicht so schwer. Moment. Ah, doch, doch. So, ich muss es hier tauschen. Dann, oh, da ist noch ein Paumond. Muss ich mir merken. Dann gehe ich da auf die Plattform, spring wieder raus, drehe das Ganze wieder um, spring da jetzt rein und nutze die Ziehharmonika, um rüberzukommen. So, hallo. Aha, es sieht ein bisschen aus wie eine Kette. Darum kann es sich strecken. Angenehmes Geräusch noch dazu. Eine großartige Entdeckung. Dank dir ist das Geheimnis endlich gelüftet. Echt? War das ein großes Geheimnis um diese Käfer? Tropenwiggler getroffen. Ach, das sind Tropenwiggler. Ich möchte mich im Namen der Wissenschaft herzlich bei dir bedanken. Hey, sehr gerne. Wir holen uns jetzt aber erstmal den Paumond, der sich da hinten versteckt hat. Sehr gutes Versteck. In der aufragenden Steinsäule. Ja, sehr praktisch. So. Dann, vor uns scheint auch irgendwas gleich zu sein. Ich muss nochmal gucken, was. Ach, wahrscheinlich da, wo es leuchtet. Ja, da leuchtet es natürlich nicht umsonst. Da muss ich irgendwie erstmal etwas hinschicken. Die Frage ist nur, was? Müssen wir uns mal genauer angucken. Ich brauche auf jeden Fall diese Bombengegner. Oh, ein Häschen! Aua. Moment, den treffe ich doch mit dem Wiggler, oder? Ja, der Wiggler. Der Wiggler, der wiggelt. So, hoppel die Hopp im Dschungel. Ja, die hoppeln hier im Dschungel herum. Das stimmt. Das stimmt allemal. Fast auf diesen Wiggler gesprungen. Na, Teppichtörtchen Mario, sei bitte vorsichtig. Im Übrigen möchte ich mal langsam aber sicher Marios Outfit wieder ändern. Der kann ja nicht ständig als Wario herumstolzieren. So, das geht mal runter. Und dann... Ja, dieser Bombenmann ist da hinten. Ich muss mal versuchen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. So, Moment. Ja, ein bisschen daneben. Oh, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Schon wieder in diese Himbeersoße. Oh Mann, Mario, du darfst nicht in die Himbeersoße. Na gut. Nicht aufgeben. So schnell kriegt er uns nicht klein. Wir möchten auf jeden Fall dieses Rätsel hier lösen. Und ich schaffe das auch noch. Koste es, was es wolle. So, Mario, mein Lieber. Ah, das ist Häschen schon wieder. Und jetzt aber nochmal. So, ja genau, wir locken es am besten mal kurz an. Und, oh, ja, okay, ich verstehe schon. Ich muss da irgendwie meine Taktik ändern. Weil so wird das echt gar nichts. Oh, ich kann auch nicht mal teleportieren, während ich hier auf der Stange hänge. Aber immerhin gibt es hier Münzen. Dann hat sich das trotzdem mal gelohnt. Naja. So, jetzt aber mal kurz teleportieren. Denn das schenkt uns nochmal etwas Zeit und wir müssen den ganzen Weg da nicht wieder hochklettern. Dann geht es auch ruckzuck. So. Ist ja bisher alles wunderbar. Schöne Musik übrigens. So. Das Geheimnis der Propellersäule. Hat mich schon gewundert, warum da die ganze Zeit diese Schmetterlinge herumfliegen. Zu mir nichts, dir nichts. Aber umso besser, dann habe ich dieses Geheimnis ja mal gelüftet. So, aber ich muss mir noch irgendwie diese Käfer schnappen. Also bei den Käfern muss es auch irgendeinen ganz einfachen Trick geben, sodass ich das direkt meistern kann. Die Frage ist nur wie. Die Frage ist mal wieder nur wie.
kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Ich glaube, was ich mir vorstellen kann, man muss sich ungefähr die Position im Kopf behalten und dann einfach nur im richtigen Moment hier zur Seite springen. Achtung, zum Beispiel so. Soll mal gucken, ob ich treffe? Ja, ich habe getroffen. Viel einfacher. Also ungefähr abschätzen, wie die Flugbahn sein wird. Man muss ja nicht mal in die Richtung laufen. Sondern er muss nur in die Richtung schießen. Gut platziert. Kavum. Von daher, man muss es nicht unbedingt kompliziert machen. Das finde ich gut. Das war jetzt für mich ein gutes, wie sagt man, ein gutes Learning. So, okay. Ja, ein paar Powermonde gibt es noch. Ich finde die Zeichnung übrigens sehr, sehr schön. So. Die Wegler hier. Die sind auch echt überall. Da hinten sind auch nochmal Münzen. Also, es gibt auf jeden Fall noch auf dieser verlorenen Insel eine ganze Menge zu entdecken. Mehr als man vermuten mag. Zum Beispiel hier. Sprung hinunter auf die Baumkrone. Na toll, jetzt bin ich hier gefangen, oder wie? Na super. Oh, ich sehe schon, ich lande gleich wieder in der Soße, oder? Wow, wow, wow. Das war etwas hektisch gerade. Und ich muss schon sagen, in dieser Folge falle ich ja echt immer wieder in die Himbeersuppe. Aber gut, laut Karte kommen wir der ganzen Sache immer ein Stückchen näher. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? In der letzten Folge... Oh, da ist Prinzessin Peach. Ja, Hallöchen. Sollen wir jetzt mit dir reden? Na gut. Hallo, Prinzessin Peach. Die Vegetation hier ist so ganz anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Was für ein wunderbares Abenteuer. Ich habe so viele faszinierende Kreaturen gesehen. Ich habe dir einen Paumond als Souvenir mitgebracht. Bitteschön. Danke, Prinzessin Peach. Voll lieb von dir. Peach im verlorenen Land. Ich möchte gerne nochmal die City mit all ihren Wolkenkratzern und ihrem geschäftigen Treiben besuchen. Ah, du möchtest nach New Donk City. Okay, das wird also unsere nächste Station sein. Okay, Zeit mal, die Klamotten zu wechseln. Was machst du denn hier? Ich komme direkt aus der Hauptfiliale von Crazy Cab. Ich bin total begeistert, was die Mitarbeiter so auf die Beine stellen. So, hallo. Hi. Möchtest du was kaufen? Ja. Diese Schmetterlingsmobile finde ich ganz nett. Ja, gerne. Bitteschön. Ich lieg's in deiner Odyssee. Ja, danke. Hi. Wir haben was Tolles reinbekommen. Ja, ihr habt teure Sachen reinbekommen. Nicht mehr und nicht weniger. Ach, komm schon. Bowsers Frack. Ihr habt ja echt verrückte Sachen hier. Naja, ich komme ein andermal, denke ich. So, ich wechsle mal durch. Was nehme ich denn am besten? Lass mal sehen. Kommt, ich nehme den Bauarbeiterhelm. Der ist doch mal klasse. So, perfekt. Der Bauarbeiter. Ich bin Mario. Der Bauarbeiter. Mario Bauarbeiter. So, so, so. Was haben wir hier noch Schönes? Überall Schmetterlinge. Segel, Segel, Segelflug. So, mein kleiner Segelflugfreund. Wo wollen wir denn hin? Am besten auf dieser einsamen Insel dort. Da war bisher noch niemand. Oh nein! Ich bin jetzt nicht tatsächlich abgerutscht, oder? Das gibt es doch nicht. Und wo schleudert mich das jetzt hin? Wir probieren es aus. Okay. Was soll ich denn an dieser Stelle hier machen? Na, ich muss nochmal teleportieren. Nee, 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 nee. So einfach lasse ich mich hier nicht abwimmeln. Mario, komm. Wir müssen noch weitere Powermonde sammeln. Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Ach so, waren wir da nicht schon mal? Nee, raus hier. Mario, raus hier. Mein lieber Bauarbeiter. Ah, da ist ja gar nichts. Aber hinter mir scheint was zu sein. Hä? Ehrlich gesagt, bin ich etwas verwirrt. Hier ist doch überall Himbeersaft. Überall Himbeersaft.
Oh, weia. Was würdet ihr an Marios Stelle machen? Was würdet ihr tun? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, der liebe Mario hat eine Himbeerallergie. Deswegen kann er nicht in die Himbeersuppe. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist es keine Himbeersuppe, sondern höchstwahrscheinlich ist das Lava. Aber durch die Vegetation, dadurch, dass diese Welt hier, die Natur hier drumherum sehr besonders ist, hat sich die Lava auch schon irgendwie lila gefärbt. So, jetzt schaue ich die ganze Zeit nach dem Mond, aber ich sehe hier keinen Mond. Irgendwas... Hä, da muss doch irgendwas sein, oder? Aber da ist einfach mal gar nichts. Das ist doch zum Verrücktwerden. Ja, ich bin auch irgendwie falsch, oder? Da ist ja gar nichts. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Oh weia, na gut. Oh, wieder in die Himbeersuppe. Mario, Mario, Mario. Ich sehe schon. Du bist ein großer Himbeer-Fan. Na gut. Wir kriegen das schön hin. Gut Ding will Weile haben. Also gut. So. Schön, aber sicher. Langsam, aber sicher. So. Okay, sehr gut. Aber ich dachte, dass ich hier vielleicht mit einer Stampfattacke irgendwas erreichen könnte. Aber stattdessen stand dieser Käfer bloß im Weg. Oh Mario, du machst echt knappe Geschichten hier. Also bei deinen Sprüngen habe ich immer Angst, dass du gleich abstürzt und hinabfällst. Oh weia, Mario, Mario, Mario. Hier muss jeder Sprung sitzen. Das ist dir hoffentlich bewusst, oder? Na, ja, die Stampfattacke bringt hier nicht unbedingt viel. Muss ich zugeben. Also geht's mal wieder ein paar Schritte weiter. Oh, Prinzessin Peach, hallo! Segel, Segel, Segelflug. Ja, mein Segelflugkumpel. Wir müssen eigentlich nochmal auf diese Insel, um die ganzen Münzen zu holen. Da waren wir noch gar nicht. Also da waren wir schon, aber wir sind irgendwie dann abgestürzt und dann hat es nicht so funktioniert. Naja. Und wo soll der Baumond sein? Irgendwie ist mir das immer noch ein Rätsel. Da ist ja auch nochmal eine Musiknote mitten in der Luft. Was man nicht alles entdeckt. Das ist ja verrückt. So. Und hier scheint irgendwie gar nichts zu sein, oder? Was soll ich denn hier an der Stelle machen? Hier kann man gar nichts machen. Weia. Gut. Komme ich von hier aus irgendwie sinnvoll weiter? Höchstwahrscheinlich nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, mein kleiner Segelfreund, danke, du hast mich gerettet. Ist da vielleicht irgendwie unsichtbar was? Zumindest sagen die Joy-Cons nichts. Die vibrieren nicht, die machen keine Geräusche. Einfach gar nichts. Oh Mann. Das klappt irgendwie nicht so, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Och, Mario. Der arme Mario, der ist echt nicht einfach. Der muss hier immer in der Suppe landen. Na gut. Hey, Peach und Tiara, ihr genießt die Aussicht, was? Ich würde auch gerne mit Peach jetzt da oben sitzen und mit Tiara und einfach mal leckere Weihnachtsplätzchen essen. Das wäre jetzt toll. Wow! Wir haben diesen ganz besonderen Schmetterling gefangen. Eine Schmetterlingsschatz. Schön gesagt. Hallo, Toad, was sagst du eigentlich? Ich könnte schwören, den Kapitän hier in der Gegend gesehen zu haben. Ja, wir haben ihn schon mal getroffen. Der ist etwas versteckt, tatsächlich. Wir haben ihn schon mal im Laufe unseres Abenteuers gefunden, als wir noch die Story gespielt haben. Und die Broodles ständig aufhalten mussten. So, oh nein! Mein Flatterkumpel! Mein Flatterkumpel ist einfach abgestürzt. Na gut, da muss ich wahrscheinlich wieder teleportieren. Weil sonst komme ich hier wieder nicht weg, oder?
Denn wo soll der andere Mond sein? Echt komisch. Echt komisch und sehr knifflig auch. Felsberghöhen. Ja, kurze Teleportation darüber. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir von dort aus vielleicht irgendwie vorankommen können. So. Hier auch nicht. Aber da unten leuchtet was. Da könnte ich vielleicht auch gleich mal nachsehen. Was ist das denn? Na? Ja, den Powermond haben wir schon. Okay, nichts Besonderes. Aber hier in der Nähe muss irgendwas sein, oder? Da vorne ist eine Vogelscheuche. Ich könnte schwören, dass die Vogelscheuche auch irgendwas versteckt hält. Aber gut, alles nach der Reihe nach. Ach so, das war der Weg nach oben. Ja gut, wir können auch mal kurz nach oben. Prinzessin Peach besuchen. Wobei, Entschuldigung, hier kommen wir ja auch erstmal nicht voran und weiter. Was ist das hier für ein Dreieck? Da unten ist Luigi, den habe ich irgendwie noch gar nicht gesehen. So, und jetzt hier. Oh, da hinten auf dem Baum, okay. Ich verstehe schon. Münzen, Münzen, Münzen. Das habe ich jetzt vermasselt. Oh, Mario. Ich dachte, ich nehme die Münzen mit und dann kriege ich noch den Sprung hin. Aber das hat nicht ganz funktioniert. Naja, der Mario, der ist auf jeden Fall bereit für sein nächstes Abenteuer. Und er schwitzt total. So wie man seine Hand beobachtet, seine Geste. Danke fürs Zusehen. Rechts oben da, wo der Finger zeigt. Tippt da drauf, ihr kommt zum nächsten Video. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bleibt katztastisch.